10 kleine Jägereisen taunen hier auf der Wiese herum. Da kam der Drago und schnetzelte alle weg. Da waren's nur noch 0. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum, der ersten August-Ausgabe. Da ich leider nicht so on bin, kommt es schon am 31. Juli. Und am 1. Nein, am 3., das ist der Montag, bin ich im Europapark. Da habe ich leider keine Zeit zum Video hochladen. Das ist mal einen Tag einfach Pause in Regnum. Vielleicht kann ich dann auch diesen Part nachholen. So, ja, natürlich wieder die Eisen, die ein bisschen Probleme machen. Tja, So, Due Due Exception Error. Ja, startet das Spiel, ne? Es hat einfach keinen Bock. Und jetzt muss ich ja das Spiel nochmal starten. Das regt mich auch ein bisschen auf. Und man landet einfach mal. Was? Jetzt bin ich gestorben wegen dem Due Expected Error. Nein, sonst hätten... Nein, man kann es nicht nachschauen, weil man von Spieler ja gar keine Dinge bekommt. Minuspunkt. Tja, da geht es halt nicht. Herr Regnum, ja. Stürze ab, kann nichts machen, werde getötet. Und niemand interessiert. Okay. Dann bin ich halt den Ausraster. Also das geht mir gar nicht. Ich muss mich halt heilen und dann gehen wir halt nochmals. Das Fort ist wahrscheinlich immer noch. Ja, ja. Ja, ich bin so. Hey, es ist wieder Wochenende. Yay, wir können alle wieder gemeinsam ankommen und die Ecken überrennen. Wirklich toll. Und das mag ich auch. Ich bin ja sowieso immer das Opfer. Voll das Opfer. Tja, können wir nicht viel machen, aber wir sind ja das gewöhnt von Regnum. Die Spieler wollen immer unfair sein. Sie wollen nicht fair sein. Sie können nicht fair sein. Die Spieler sind immer unfair in Regnum, weil es von den Entwicklern unterstützt wird und auch nie etwas dagegen gemacht wird. Was sollen die Entwickler, die Game Master groß machen? Und ja. Also eben Game Master bei Regnum ist der inaktivste Job, den es gibt. Dann müsst ihr vielleicht einmal pro Jahr kurz reinschauen und Hallo sagen. So, es hat ja mal geklopft, muss ich halt die Tür aufmachen und kurz anhören, was die so für schlimme Probleme haben. Und jetzt bin ich wieder da. Nein, schlimme Probleme sind nicht. Einfach kurz gesagt, dass wir nicht zu Hause essen, sondern in einem Restaurant. Und um 6 Uhr muss ich unten sein. Wow. Sehr interessant für mich. Ich wäre sowieso um 6 Uhr unten gewesen, also dann hätte ich es auch dort. Ja, für mich hätte nichts geändert. Naja. Eine sinnlose Botschaft also. Gut, wir gehen jetzt wieder zum Sammelwort und probieren jetzt mal. Weiß jetzt keiner, wie lange die Nacht geht. Oh, was ist das aus für eine Frage? Die Nacht geht ungefähr 8 Stunden, 9 Stunden. Ja, ja. Heute ist wahrscheinlich Syrtenwunsch gewesen, ja, ja. Die Kristalle, also die Edelsteine sind wieder aufgeteilt. Ohne Küste, da muss sicher etwas Wertvolles drin sein, zum Beispiel Gold. Das wollen jede. Wow, 102 Gold. Das will jeder haben. Okay, fertig, Sargasmus. Wir wollen Reichsschlachten haben. Aber gute, faire Reichsschlachten. Jeder in Reihe und Glied, 10 gegen 10. Keines weniger und keines mehr. Und die Level müssen auch exakt gleich sein. Sonst gibt es Prügel. Von den Game Masters. Die inaktiv sind. Seit 5 Jahren. Schon wieder Sarkasmus. Oh Gott. Heute ist Sarkasmus Day.
Und morgen ist Schweizer Geburtstag. Wow, Nationalfeiertag. Oh. Was ist denn mit den Flaggen los? Die wechseln immer. Hallo? Eichen, schlagt mich. Schlagt mich. 10 kleine Alsenjäger. Ja, ey, was denn los? Samal ist böse. Ich gehe nicht mehr zu Samal. Ich werde... Nein, ich... Also, genau an der gleichen Stelle, ungefähr 5 Meter vom Tor entfernt, stürzt das Spiel ab. Ich könnte es nochmal beweisen, aber... ich gehe jetzt nicht mehr zu diesem Tor. Spiel stürzt bei Samal fort ab. So, eine Info an den Chat. An die Leute von Igen. Was wollen wir machen? Aggersburg oder so? Komm, wir gehen Aggersburg alleine angreifen. Okay, das sind Sürten da. Wir gehen Imperia. Ja, wir gehen Imperia Kestel alleine angreifen. So. Regnum ist selber ein Absturz. So, fertig getrollt, fertig Regnum runtergemacht für einen Tag. Ja, für 2 Tage, okay. Weil morgen ist ja frei für mich. So, oh mein Gott. Luke ist wieder hier. Spaßig hier. Yep. Ich gehe auch noch Manny fertig. Ich will eigentlich Imperia Kessel angreifen. Ach komm, wir gehen nach Imperia. Mir ist jetzt völlig egal, wo die anderen hingehen. Ich gehe Imperia. Ich gehe die angreifen. Nö, ich gehe doch nicht off, wenn ich Probleme habe bei Regnum. Tja, die Leute haben es richtig pessimistisch. Immer so ein bisschen eine blöde Antwort geben. Ja, es interessiert ja denen sowieso nicht und so. Ja, Community. Liebe Regnum Community. Bitte mal ein bisschen weniger pessimistisch, bisschen weniger aufgeregt und macht's wie ich, immer ein bisschen Sarkasmus bei sich haben und alles geht normal und gut. Gell, liebe Community? Gell, liebe Zuschauer? Alles geht gut, man muss sich ja nie aufregen. Man tut sich ja sowieso nicht aufregen, oder? Also bitte, für was denn aufregen? Ist doch so ein gutes Spiel. Man hat nie Probleme in diesen Spielen. Es stürzt ja nie ab. Stimmt ja. Das Spiel stürzt ja nicht ab. Einfach jetzt in diesem Part 2-mal und im vorherigen Part auch einmal und dem vorherigen auch 2-mal. Und dann nochmals und da und da und da und... Oh. I hate my life in Regnum. Ungefähr so. Das regt auf. Aber, naja, wir machen weiter. Das ist für mich so eine Riesen-Challenge. 400 Folgen lang Regnum aufnehmen. Und 400 Folgen noch Regnum aufnehmen. Und so weiter. Es kommt sich irgendwo ein Jäger und töten mich. 10 kleine Jägermeister schnappen sich einen Barbaren. Der Barbar killt sie trotzdem gut und weg sind sie vom Feld. Reimt sich nicht, aber egal. Hallo Waffenschmied, darf ich die? Es scheint, als spreche er eine andere Sprache. Er spricht nicht die Sprache des Schwertes.
Also das ist sowas von böse. Das geht mal gar nicht. Aber wieso ist dort mitten in der Wildnis ein Händler? Und wieso ist hier ein Stein? So nah. Hä? Die haben aber einen Bonus. Haha, Trinitrot. Hallo? Ich greife nicht an. Okay, hat er mich jetzt gesehen oder hat er mich nicht gesehen? Und was machen die Wächter jetzt hier? Hey, wir haben keine... Doch, wir haben auch Wächter, oder? Ja, wir haben auch einen Wächter, glaube ich, oder so. Nun gut. So, Leute, jagt mich jetzt. Jagt mich doch jetzt. Ihr habt mich jetzt gesehen, oder ich habe alles gesehen und sie haben mich nicht gesehen. Naja. Heute wieder ein bisschen etwas ausgefallener Part. Wir necken ein bisschen die Eisen, die in Samalfort hocken und nichts machen. Genau, wir necken sie einfach. Okay, da können wir doch sterben. Da können wir jetzt sterben und dann zu Ding gehen. Zur Regenmauer. Und naja, eigentlich muss ich auch gar nicht helfen, weil das ist immer so chaotisch an der Mauer. Wenn wir verteidigen müssen, können wir nicht verteidigen. Weil einfach alle Leute irgendwas machen, was sie gerade Lust haben. Und das ist eine Frechheit. Dann möchte ich eigentlich gar nicht helfen, außer ich bin dann Level 60 und kann das alleine gegen 20 Eisen machen. Bisschen übertrieben, aber ist klar. Mal schauen. Die sind jetzt wahrscheinlich alle beschäftigt mit Iggenmauer kaputt machen, durchbrechen. Und wir greifen jetzt das Imperia-Kessel an. Wir sind sowas von gut. Bin ich noch richtig? Ich weiß nicht mehr. Ich bin so wenig da oben gewesen. Okay, da bin ich nicht richtig. Wo ist das? Was ist? Ah, nach links. Oh Gott. Ich habe gar nicht gedacht, dass man nach links muss. Ich dachte, man muss geradeaus und dann links im Schloss. Aber eben, wenn man sich nicht auskennt, weiß man das halt auch nicht. Und dann würde ich auch immer beleidigt, ich sei ein Kacknoob. Weil ich immer ein Kacknoob sein werde. Wenn man nicht ernst spielt, dann muss man auch nicht profihaft spielen müssen. Also. So, ah, da ist es. Das sieht man so schlecht wegen diesen Tannen. Das geht mal gar nicht. Ich hacke alle Tannen weg. So, liebe Leute, wir greifen Imperia an. Herzlich willkommen in Imperia. Genießen Sie den Aufenthalt. Hallo? Es ist niemand hier, das ist so geil. Es ist niemand hier. Ich kann einfach angreifen. Oh, da ist ja einer. Hallo? Der ist normal. Dem interessiert das gar nicht. Komm schon. Komm, greif mich an. Dem interessiert das gar nicht. Ach komm. Ihr seid so schwach. Ihr seid so schwach. Einen Wächter greift mich an. Ah. Ihr seid so schwach. Ihr seid so schwach. Ich gehe jetzt irgendwo hier runter und greife dann plötzlich nochmal an. Dann meinen sie nämlich, ich bin abgehauen. Ja, genau so. Da kann man runter. Ich gehe jetzt da runter und warte einige Zeit. Und dann nehme ich wieder auf und dann greifen wir nochmals an. So, wir gehen hier runter. Da. Also, bis gleich. Nochmals eine Unterbrechung. Tut mir leid. Bis gleich. La 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 la. Wir sind nicht da. Wir sind nicht da. Und der Troll lässt uns zum guten Glück in Ruhe. Wir sind immer noch nicht da. Hey, ich wäre jetzt gern ein Jäger, aber kein toter Jäger. Ah, wir trollen ein bisschen. Ach, übrigens sind in 8 Parts 100 Parts erreicht und
Dann gibt es noch ein bisschen Getrolle, ein bisschen besseres Getrolle als jetzt gerade hier. Und das wird Spaß machen. Also dafür übe ich jetzt auch gerade kurz ein bisschen. Mal schauen, ob der wieder rauskommt. Der hat irgendwelche Lecks gehabt oder so. Weil der ist kurz stehen geblieben. So. Ich habe übrigens ungebufft angegriffen, weil ich schon denke, dass sie keine Probleme sind. Aber jetzt buff ich mich mal ein bisschen. So. Ja, sind keine Probleme. Er ist gleich reingehüpft. So, und wenn wir dann wenig Leben haben, gehen wir wieder weg. Weil sie sind halt auch ein bisschen... Ja, sie sind nicht hochgestuft. Das denke ich jetzt nicht. Aber schön trollen. Einfach ein bisschen angreifen. Wieso denn immer alles rein glüht machen? Komm, wir schaffen das. Ja, komm, ey. Boah, mega knapp. Komm, schneller abhauen. Jetzt gehe ich aber nach links. Ich gehe nach rechts. 8 Leben. Oh mein Gott. Also es ist ja ein richtig guter, knapper Part. Boah. 2 Abstürze, einmal geklopfe und einmal 8 Leben überlebt. Nicht schlecht. So geil. So. Wir sind noch zu schwach, um das alleine einzunehmen, das ist klar. Aber ich gehe dann sowieso auf Defensive, auf Level 60, um einfach ein bisschen länger aufzunehmen können in Schlachten. Und dann werden wir es nochmals versuchen. Dann bekomme ich nicht 200 Schaden pro Schlag über. Und von den Bogenschützenwächtern von oben bekomme ich wahrscheinlich auch nicht mehr 18 Schaden oder 17 Schaden pro Treffer. Ja, dann ist alles ein bisschen besser. Und ich will endlich so Magieresistenz haben, also Abwehr. Wie heißt es schon wieder? Beständigkeit einfach. Okay. Weil da habe ich auch in, 2,69%. Und das tut schon etwas. Also. Das hilft schon ein bisschen. Hm. Gesundheitsregeneration ist recht hoch. Aber 1,49% ist wahrscheinlich vom Maximum Leben. Das sind 64%, 1,49% Leben von 4325 Leben. Ich rechne das jetzt nicht aus. Ich schätze nur und das würde wahrscheinlich stimmen. Hm. Ringe brauche ich auch mal neue. Ah, für Level 20. Der Ring ist für Level 20. Prima. Geht mal, gell? Das geht mal. So, ich möchte gerne nach hinten noch ein bisschen leveln. Weil der Part ist wahrscheinlich zu wenig lang. Und eben, wenn der Part jetzt noch ein wenig lang geht, das liegt einfach daran, dass ich heute 2 Parts auch laden muss. Und ja, wir schauen einfach mal noch kurz. Oh. Nein. Trolle, verratet doch meinen Ding nicht. Mein Versteck hier. Gott, oh Gott. Lass mich in Ruhe. Ich habe so Angst von weißen Trollen. Die sind so weiß. Die haben so einen weißen Namen, dass es schon zum Kotzen schlecht ist. Lol, die Feen fucken ja ab. Ja, die Asen rasten voll aus. Die Asen. Die Alsen, ah, er hat sich korrigiert. Also, wo geht es hier hinten durch? Also, wir müssen hier zurück, oder was? Komm hier. Ah, da vorne, okay. Sommerford wird wieder angegriffen. Lass doch unsere Edelsteine mal in Ruhe. Das geht mal gar nicht. Die armen Edelsteine, die werden immer geklaut, also bitte. Okay, wir können durch.
Ich will jetzt nicht sterben und vor allem ich will keine Krips abgeben. Das ist sowas von wichtig, dass ich meine Krips halte. Manche Leute gehen extra extrem in die Defensive, damit sie keine Krips abgeben. Die haben so Angst von den Gegnern, die dann irgendwie 6 Krips mehr haben. So richtig. Ah, Hilfe! Oder eben Stunts. Die stunnen eigentlich, damit sie sich beschützen können. Damit sie nicht sterben. Oh, hier gibt es orange, große, weiße Tiger. Und sonst? Sind es nur 2 Tiger hier? Das lohnt sich ja mal gar nicht. Wo ist hier eigentlich der Strand? Ist das der Strand? Nein, eher das da, oder? Ach komm. Das nächste Mal gehen wir dort unten zum Strand. Aber jetzt gehen wir mal hier hin. Hier hat es auch wieder große weiße Tiger. Es passiert einfach mal gar nichts. In Champions of Regnum, dann haben wir einfach so mal Bock, ein bisschen hier herumzugammeln. Aber die Leute können ja auch mal etwas machen, damit es uns auch besser geht. Aber niemand gönnt es uns. Niemand gönnt es allen. Regnum ist am Aussterben. So. Stirb. Die halten halt viel aus, weil sie orange sind. Aber, schwach. Richtig schwach. Können gut ausweichen. Die sehen aus, als würden sie von der Kühlbox in einem Eiskaffee oder so rauskommen. Und gleich in den Kaffee reingeschossen werden. So richtig. Ah, immer ausweichen. Was? Nochmal auswählen? Ey, guck mal, guck mal. Ja, halt, weich doch alles aus. Was ist denn los? Regnum ist Kaka. Ich habe langsam die Schnauze voll. Einfach mal langsam die Schnauze voll. Und die geben kein Loot. Nicht mal Goldmünzen geben sie. Fächer. Ja, also, das war's mit dem Part. Okay, ist ja wirklich ein bisschen kurz. Naja, dafür gibt es eben dann Sonntag, also ja, ich werde wahrscheinlich Sonntag dann auch 2 Parts machen. Einfach zur Entschädigung und weil eben der 1. August dazwischen kommt, mache ich halt 4 Parts in 2 Tagen. Und ja, das war's eigentlich. Wir gehen nochmals auf den Panther. Und Schanze voraus! Error. Funktioniert nicht. Okay, nochmals. Ach komm, blöde Kamera. Sei in der Mitte. Da. Da drüber. Das geht aber. Spektakulär. Voll krass. Also, das war's. Diesen Part. Der nächste kommt in 2 Tagen. Also, viel Spaß dann in den weiteren Parts und Kuckus? Niemand da? Okay. Bye. Tschüss, Kowski.